Das Internet hat aus der Welt der Massenmedien eine Welt der Medienmassen gemacht, sinnierte einst der Schriftsteller Peter Glaser. Vielleicht verwandelt das Netz unsere Welt ja demnächst in eine der Währungsmassen. Das vermuten zumindest einige, wie unser nächster Beitrag zeigt. Eine Währung ist durchaus so etwas Ähnliches wie eine Religion. Damit sie funktioniert, müssen genügend Menschen an sie glauben. Und der Tauschwert einer Währungseinheit, ob Münze, Schein oder Datenbankeintrag, ist nichts anderes als ein Maß dafür, wie stark dieser Glaube ist und wie viele Gläubige es gibt. Hinter den Währungen stehen Nationalstaaten, Zentralbanken oder Staatenbündnisse, riesige Institutionen also, die den Glauben festigen sollen. Anders ist das bei Bitcoins. Diese Digitalwährung ist vollkommen unabhängig von Staaten oder Banken. In ihrer kurzen Geschichte hat sie schon Kursexplosionen, von Hackern gestohlene Millionenbeträge und pleitegegangene Handelsplattformen erlebt. Jetzt drängt die zweite Generation der Digitalwährungen an die Öffentlichkeit. Und jede von ihnen will ein wenig anders sein als Bitcoin. Zettercoin zum Beispiel. Der Vorteil von Zettercoin ist, dass die Transaktionen 20 Mal schneller abgewickelt werden können als bei Bitcoin. Das heißt, mit Zettercoin können Zahlungen innerhalb von 30 Sekunden abgewickelt werden, von Person zu Person. Beim Bitcoin sind das 10 Minuten. Geldtransfers in der kleinen Währung Zettercoin laufen also sehr viel schneller ab als in Bitcoins. Und das aus einem guten Grund. Zettercoin möchte eine Alternative zum Bargeld werden. Dort, wo Bargeld oft noch die einzige Bezahlmöglichkeit ist. Ja, in Afrika gibt es sehr viele Menschen, die kein Bankkonto haben und deswegen an dem normalen Zahlungsverkehr auch nicht teilhaben können. Die haben keinerlei Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen. Die müssen also immer Bargeld mit sich herumtragen, was sehr unsicher ist. Eine Smartphone-App soll das Zahlen mit Zettercoins in Afrika und anderswo ermöglichen, ganz ohne Bankkonto. Wir führen Gespräche mit Telekom-Unternehmen in Afrika, die dann diese App, die wir kostenlos abgeben werden, verteilen auf ihre Nutzer. Mehr als 100 sogenannte Kryptowährungen sind schon aus dem Netz gesprossen, viele erst in allerjüngster Zeit. Die Motive der Initiatoren sind vielfältig. Manche Technologieenthusiasten wollen den Bitcoin-Algorithmus verbessern oder das Thema Kryptowährung gleich neu erfinden. Währungen werden aus Spaß und Neugier gegründet oder in der Hoffnung auf gigantische Spekulationsgewinne. Der Dogecoin etwa. Die Währung mit dem Hund im Logo war ursprünglich eine Parodie auf den Bitcoin. Der Freicoin hingegen entsprang dem Umfeld der Protestbewegung Occupy Wall Street. Er verliert an Wert, wenn man ihn nicht ausgibt. Der Potcoin schließlich will die weltweite Cannabis-Community unterstützen. Jeden Monat kommen neue Kryptowährungen hinzu. Manche von ihnen erreichen bereits einen Gesamtwert von mehreren Millionen Euro. Viele kratzen noch nicht einmal an der 1.000-Euro-Grenze. Der Podcaster und Kryptowährungsexperte Andreas Antonopoulos glaubt, das sei alles erst der Anfang. In den letzten drei Jahren hat sich die Zahl der Bitcoin-Alternativen von nur einer oder zwei auf mehr als 150 erhöht. Ich erwarte, dass wir in der Zukunft Hunderte, dann Tausende, dann irgendwann Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende oder Millionen von ihnen sehen werden. Denn Kryptowährungen werden auch genutzt werden, um die eigene Persönlichkeit auszudrücken. Eine eigene Währung als Accessoire? Ein digitales Angeberspielzeug? Mein Haus, mein Auto, meine Währung? Bereits jetzt kann jeder, der will, auf der Seite coingen.io mit wenigen Klicks eine eigene Kryptowährung gründen. Zurzeit kostet das 0,05 Bitcoin, das sind umgerechnet etwa 20 Euro. Während Enthusiasten wie Andreas Antonopoulos eine baldige Weltwährungsrevolution heranrollen sehen, sind andere skeptisch, ob das virtuelle Geld jemals die klassischen Währungen auch nur annähernd ersetzen werden. Da muss man schon sehr, sehr viel Fantasie haben, wenn man glaubt, dass solche neuen Geldformen das etablierte Geldsystem auf Sicht irgendwie ablösen können. Natürlich kann man aus wissenschaftlicher Sicht nie gänzlich ausschließen, dass sowas passiert. Aber ich würde mal tippen, in den nächsten 50 Jahren werden wir das mit großer Wahrscheinlichkeit eher nicht erleben.
Noch ist die Zahl an Kryptowährungen überschaubar. Sie werden gegründet und betreut von Nerds, von Glücksrittern, von Spekulanten und von Weltverbesserern. Noch glauben nur wenige, dass sie einmal die klassischen Währungen ersetzen werden. Aber wer weiß, das Internet hat schließlich schon so manche Überraschung hervorgebracht, mit der vorher niemand gerechnet hatte. Der Mensch ist ein geldgieriges Tier. Und diese Eigenschaft kommt allzu oft seiner Güte in die Quere. Herman Melville. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.